Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf GCN. Mein Name ist Max und dabei ist der Lorenz. Hallo. Der Butti ist auch heute wieder nicht dabei, so wie bei der letzten Dyrus-Aufnahme leider. Wir spielen heute Buried, haben wir gestern schon einmal aufgenommen, allerdings ist uns, beziehungsweise ist mein Internet komplett abgekackt. Und nachdem ich der Host bin, ist das gleichbedeutend mit dem Aufnahmeende. Und ja, gestern war er dabei, heute kann er leider nicht. Richtig beschissen leider, aber wir müssen quasi aufnehmen, weil der Lorenz und ich sind jetzt 2 Wochen auf Urlaub. Oder ich zumindest 2 Wochen, keine Ahnung, wie lange du weg bist. Auch 2 Wochen. Das ist pervers, dass wir immer gleich lang weg sind. Ja. Als ob wir das geplant hätten. Nein, also wir sind jetzt 2 Wochen nicht da und wir haben zwar Dyrus aufgenommen, aber das kommen nur 2 oder 3 Parts dabei raus. Das reicht eigentlich nicht. Vor allem, da ich gar kein Minecraft hochladen kann bis zum 16. Denn dann kommt der Alex wieder nach Wien und der hat die Audioaufnahmen, die ich für die nächsten Parts brauche. Also bis zum 16., weil ihr das hier auch immer fragt, wird wohl auch kein Minecraft kommen. Da müsst ihr euch leider damit abfinden. Ab da wird es dann aber wieder aktiver kommen, bis dahin Zombie-Modus. Und ich will schauen, dass mit September dann, das geht außerhalb der Sommerferien besser, weil da perverserweise die Leute mehr Zeit haben. Wird noch eine neue Rubrik hier starten, wo ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten will. Es ist so ein bisschen oldschool. Ich denke, das könnte ganz witzig werden. Also ab September dann auch wieder was anderes außer Black Ops und Minecraft. Und der Butti hat seinen PC so gut wie fertig. Er hat sich gestern seine Grafikkarte abgeholt. Ich glaube, mir fehlt nur mehr das Netzteil. Also im Laufe der Woche hat er seinen PC fertig. Dummerweise kann ich erst in 2 Wochen, wenn ich wieder zurückkomme, mit ihm zocken. Aber ab dann wird auch Dead Island kommen wieder. Also die Projekte werden wieder etwas vielseitiger und ein bisschen abwechslungsreicher. So viel mal allgemein, ich wollte euch kurz hier Infos geben, bevor wir uns aufs Gameplay konzentrieren. Lorenz, bist du noch da? Ja. Gut. Ich habe nur gewartet, weil du machst hier wieder Punkte für die LZ. Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass das ist schon so eingespielt hier. Wobei, ich habe unten im Kasten immer noch eine gepanschte HMR liegen. Jetzt sogar voll geladen, weil ich habe es beim letzten Mal, warte. Ja? Dann versuche ich mal. Mein Glück. Warte, du, jetzt willst du noch 2000 Punkte machen? Lass meine Zombies. Machen wir das doch lieber nächste Runde. Machen wir das ein andermal, nicht jetzt. Wir können nicht so lange hier oben bleiben. Was ist denn das für ein Chaos? Super. Hinter dir liegt Muni. Ich weiß, ich warte noch. Müssen wir eh bis Runde 3 da bleiben. Scheiße. Weil ich das kapieren musste. Buried, noch nie erschienen auf GCN. Und so sehr ich es hasse, werde ich nun ein paar Worte zur Map richten. Es ist die Map aus dem 2. DLC. Wen juckt das eigentlich, aus welchem DLC es ist? Das interessiert wirklich keinen Schwanz. Es ist eine Zombie-Map, die sowohl mir als auch dem Lorenz sehr gut gefällt. Ich würde sagen, es ist meine Lieblings-Map. Es spielt in einer alten... Warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Mittlerweile gelingt es mir aber eigentlich echt jedes Mal. Es spielt in einer... Ja, ich hab sie. Sie spielt in einer alten Goldgräberstadt. Die werdet ihr eh gleich sehen. Es ist so Western-Style. Es gibt hier ein paar Besonderheiten wie Kreiden an den Wänden. Die kann man hier diese Fragezeichen malen. Und dann ist es eine ganz gewöhnliche Wandwaffe. Der Vorteil daran ist, dass man dann 1000 und ich glaube beim Schlagring sogar 2000 Punkte bekommt. Von den Perks her ist es hier auch besonders. Es gibt ein Perk, das es nur hier gibt, das ist Geier-Elixier. Dann kannst du Perks und Wandwaffen und die Kiste durch Wände sehen. Du bekommst auch 50 Punkte und ich glaube 2 Schüsse, wenn du einen Zombie killst. Aber bei jedem Zombie eigentlich? Ich weiß nicht. Man bekommt halt Munition und auch ein bisschen extra Geld, wenn man Zombies killt. Und man bekommt irgendwie so etwas, wo... Manche Zombies, da sehen sie dich dann nicht. Genau, das ist sogar recht praktisch. Ja. Nur blöd, wenn es halt nur einer hat, weil dann gehen alle Zombies auf einen. Das ist ziemlich für den Arsch dann, aber an sich ist es recht praktisch. Es gibt hier eine weitere ganz große Besonderheit und das ist Leroy. Den sehen wir hier und den Knaben, da im Gefängnis sitzen. Den können wir rausholen und mit ihm zum Beispiel...
kann uns die Kiste tragen, Lorenz. Gestern in der Aufnahme war die Kiste ganz am Arsch der Welt und wir wollten dann ja hingehen und sie aufziehen, den Teddy halt holen. Ja. Wir Idioten, wenn man Leroy bei einem Kistenplatz ja, Süßigkeiten, wieso haben wir gestern nicht dran gedacht? Ich kannte das nämlich schon längst. Ja, was dann? In Zukunft, wenn die Kiste wieder dort ist aufgrund eines Bugs, weil ich habe gelesen, sie sollte eigentlich nicht dort sein, machen wir das so, weil... Ja, ich würde sagen, wenn wir Süßigkeiten finden, dann machen wir das. Ja, jetzt ist sie eh da. Ja. Es gibt bei uns mit Süßigkeiten. Ja, du nimmst Süßigkeiten, stellst dich dann zu einem Kistenplatz und dann trägt er sie dir dahin. Das haben sie sogar recht gut animiert, ich werde ziemlich überrascht. Ich glaube, da gibt's sogar, ich glaube mit Alkohol, geht das wenn auch? Er dagegen rennt, dann bleibt sie drin stecken. Bin mir gerade nicht sicher. Wir können es ausprobieren. Was ja, ist denn unser Lieblingskistenplatz? Der ist Mist, der hier, der ist richtiger Mist. Er ist zwar schön zentral, aber es kommen auch urviel Zombies hin. Jesus tritt, nein. Der Bespeed ist eigentlich der Beste. Zu dritt, wenn wir zu dritt werden, ist der Bespeed locker der Beste, aber so. Ja, da werden wir uns doch was überlegen. Wir wissen nicht mal, ob es geht. Was habe ich noch zur Map zu sagen? Es gibt auch Eselstritt, wunderbares Perk. Es gibt auch ziemlich nice Wandwaffen. Ich habe gesehen, es gibt die Elsat. Die aber leider eigentlich nur einer haben kann. Irgendwer meinte mal in den Kommentaren, dass es unmöglich ist, sie zweimal zu ziehen, weil die Waffe eine kurze Regenerationszeit hat. Also jede Wandwaffe. Da kommt Black Ops einfach nicht hinterher und in der Zeit, das ist eine Nuke, ich sammle sie an, okay? Was meinst du mit Regenerationszeit? Du kannst nicht direkt hintereinander eine... Die Waffe braucht ein paar Sekunden, nachdem du sie gezogen hast. Das ist jetzt nicht von Black Ops mit Absicht, sondern das Spiel merkt das einfach nicht schneller anscheinend. Auf alle Fälle kann man unmöglich zweimal ziehen. Es sei denn, man hat Glück. Ah, du holst den schon raus. Ja, ja, der Lorenz zeigt euch mal hier Alkohol. Wenn man den gibt, dann zerstört er uns diese besonderen Barrieren. Die können wir nur mit ihm zerstören. Dafür gibt es sogar ein paar Punkte, wie ihr seht. 200. Der Alkohol ist gleich wieder da. Nice. Es gibt auch noch... Das ist auch das DLC, mit dem die Mark II eingeführt worden ist für alle Maps. Und hier gibt es noch den Paralysator, das ist ein Blitzwerfer oder Eiswerfer oder was auch immer. Blitz, glaube ich. Blitz? Okay. Weil ich glaube, nach Eis sieht es nicht wirklich aus. Was auch immer, es ist irgendein komischer Werfer, mit dem man fliegen kann, der unendlich viel Munition hat. Relativ nice ist eigentlich, aber mit einer Mark II nicht mithalten kann. Weil die Waffe ist recht gut zum Vercampen. Ich hab dir erzählt, dass man hier bei Juggernaut recht gut campen kann. Wieso hast du noch nicht aufgemacht? Du hast die Alkohol. Das wollte ich gerade machen. Achso, sorry. Da gehe ich raus. So. Ja. Na super. Lass mich. Ah, bitte. Wollen wir die AN vielleicht oben beim Saloon hingeben? Das ist, glaube ich, näher an unserem Spot, oder? Ich glaube, ja. Wir können es mal ausprobieren. Boah, ich hab ihn gerade ein bisschen angehittet. Genau, wenn man, wenn man Leroy zu oft anschießt, dann geht er in seine Zelle zurück. Sorry, ich hab den Zombie übersehen. Passt schon. Da geht er zurück und wir wissen, am Anfang, du brauchst immer so ein bisschen eine Anlaufphase, gell? Das ist neu bei dir, Lorenz. Du brauchst so ein paar Minuten und dann bist du voll drin im Game. Hast du jetzt aber den Alkohol weg? Na, erst ehrlich? Ja. Na, was ein Dreck, der müsste doch jetzt hier liegen. Mann, das ist Bullshit. Gut, gehen wir mal zur Bank und holen uns Geld ab. Ich hab kein Geld mehr auf der Bank. Achso, hast du vorhin doch keine... Macht nix, dann mach keine Türen auf, ich hab genug Geld auf der Bank für uns beide. Okay. Kontrolliere nochmal kurz, ob ich die Aufnahme hier gestartet habe. So, das reicht jetzt mal. Wir wollen ja nicht übertreiben. Oh. Hm? Ich bin unten im Gang plötzlich nicht konnte ich nicht weitergehen und ich habe nicht erkannt warum. Aber es stand ein Zombie vor mir. Ich nehme gleich eine Wandwaffe mit. Wenn ich schon im Haus bin. So. Was wollen wir machen? Ich soll den Saloon wahrscheinlich öffnen, gell? Ja. Jo. Ist offen. Danke. Ich häng mal oben jetzt die A1 hin, okay? Okay. Nice wäre natürlich, wenn das Bowie Knife hier ein Fragezeichen wäre. Dann würde man sie da hinhängen, aber. Picken wir sie einfach da oben hin. Zack.
ein. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass die ein meine Lieblingswaffe in ganz Black Ops 2 ist. Also im Zombie-Modus. Weil sie, es macht einfach Bock mit ihr. Die Mark 2 ist eigentlich schon so OP, dass es langweilig ist. Die Mark 1... Für die möchte man nicht so verballern, weil die... Ja, gell. Man hat immer Angst, dass sie die leer, ist. Also das ist furchtbar an ihr. Aber es ist einfach die OP-ste Waffe schlechthin. Die Mark 1 mag ich persönlich nicht mehr. Hier mag ich sie nicht. Ich habe sie gerade gezogen. Oh mein Gott, Leute, gestern in der Aufnahme. Ich habe dreimal nahezu hintereinander die HMR und die Railgun gezogen. Und dann auch noch dreimal Affen hintereinander. Ich dachte, ich drehe durch. So viel Glück hatte ich noch nie. Noch nie! Und dann geht die Aufnahme nicht. Ma. Das hat Ur angekotzt. Ja. Weil was richtig kacke ist, der Lorenz und ich haben gestern unser ganzes Geld nochmal abgehoben, weil wir eben die Kiste aus dem Labyrinth holen wollten. Und dann? Und gerade dann stürzt mir das Internet ab. Ich glaube, jeder von uns hatte 15.000 noch auf der Bank, das haben wir alles abgehoben. Danach war es futsch. Ich habe hier drin übrigens immer noch eine HMR sogar mit Griff drauf, also eine vollgepanschte. Ich würde dir auch empfehlen, deine Waffe abzugeben, das ist richtig geil. Ja. Du kannst aber, ich glaube, nur... Wow, so könnte man sogar die AN mitnehmen auf... Nein, auf Town gibt's keinen Kasten. Gibt's auf, Transit einen? Ja. Dann könnte man so die AN mit auf Transit nehmen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das geht. Weil die AN kann man ablegen. Ja. Das weiß ich, die AN geht. Die Railguns gehen nicht. Ballistic Knife geht auch nicht, aus irgendeinen Gründen. Du kannst doch nicht die M1911 reinlegen. Also du kannst doch nicht auf Mustang und Sally sozusagen behalten. Das geht leider auch nicht. Aber warum nicht Ballistic Knife? Das hat mich total verwirrt. Ja. So, ich kaufe mir mal Chargernock. Shit, ich habe gerade die besten Waffen zum Punkte machen. Execution und Paralysator. Ah, schaut, da seht ihr jetzt dieses Ding. Es sind aber auch keine wirklichen Blitze, schieß mal. Das ist so quasi Nebel. Ja. Wir haben aber immer Blitzwerfer dazu gesagt, das muss hier irgendwo herkommen. Ihr wisst, ihr habt es jetzt gesehen, das ist der Paralysator. Ist eine sogar ganz nette Waffe. Oh, kacke. Einige Freunde von Putti meinen, dass sie so OP ist. Ich bin kein besonders großer Fan. Wenn man sie puncht, sollte sie ihr recht besseren Schaden machen. Sie hat halt auch unendlich Munition quasi. Ja, und das ist eben der Vorteil daran. Ja, das ist wohl tatsächlich der größte Vorteil, aber ich bin kein besonders großer Fan von ihr. Ich habe nicht genug Geld von der Bank abgehoben. Ich glaube, für eine Horde ist sie recht gut, weil ich habe hier gerade eine Horde und ich bin ein paar Mal mit der durchgelaufen, jetzt sind mehrere tot. Es ist aber doch erst Runde 7. Ja. Trotzdem braucht man etwas Zeit, um sie zu shoppen. Shit, jetzt habe ich den Alkohol drin gelassen. Ich habe Alkohol, was soll ich denn aufmachen? Keine Ahnung. Ich stehe gerade vom Waffenhaus, vor Gunsmith. Soll ich das öffnen? Wenn du willst. Das kann nicht schaden. Mich nervt das, dass ich immer oben reingehen muss. Du hast den Paralysator, das ist der Leiste, aber ich muss immer mühsam herumkriechen. Hol dir auch Wandwaffen, du kostet Geld. Ballistic Knife. Es hängen noch nahezu alle drin. Aber das war auch gestern, war das auch richtig behindert von uns. Die, wo das zum Beispiel mit Esis tritt war. Ja, wir hatten die Zeitbombe, die ist nämlich eigentlich richtig nice. Haben sie gut einsetzt. Genau, wir haben sie dann eben eingesetzt, weil der Lorenz irgendwie hängen geblieben ist und deshalb gestorben ist. Und dann war plötzlich einfach mal sein Esis-Tritt weg und seine dritte Waffe. Nein, nicht einmal seine dritte Waffe, seine zweite Waffe war weg. Total unsinnig. Es hat nicht Esis... Nein, du hattest Esis-Tritt sogar, ich hatte nicht, oder? Esis-Tritt noch. Es war einfach mal eine Waffe weg. Was ein Dreck! Es war die HMR. Ja, es war nicht die Waffe, die er als drittes genommen hat. Weil wir legen immer die AN auf den dritten Waffenslot. Also das ist richtiger Bullshit. Das habe ich echt noch nie erlebt, so einen Dreck. Gestern war die Runde überhaupt teilweise richtig verbuggt. Es ist auch einmal einfach der letzte Zombie nicht gekommen. Da mussten wir auch die Zeitbombe einsetzen. Und die Runde quasi neu spielen.
Also es war gestern eine ziemlich chaotische Runde. Ich fange an mit Leroy die Sachen zusammenzubauen, gut? Okay. Beten wir, dass er uns im Saloon was Gutes zusammenbaut und nicht diese unnötigen Scheißdreck. Diese Schleuder. Die können wir da nämlich echt überhaupt nicht brauchen. Pass besser auf, was du dir in den Rachen schüttest, Kumpel. Glaub. So, jetzt holt er uns mal die Teile. Ich mach mal zu Speedo. Oh ja, das wäre gut. Weißt du zufällig, wo die Kiste jetzt ist? Nein, ich suche gerade eben. Ich schau mal, ob sie oben über dem Gefängnis ist. Nein. Vielleicht ist sie eh bei Speed. Nein, ist sie nicht. Ich war gerade da. Und für den Beschlagring bekommt man auch nur... Aber ich erinnere mich einmal, dass du für irgendwas 2000 Punkte bekommen. Ich weiß es auch nicht. Sie ist bei Esis dritt. Ah gut, da okay, geh mich gerade auch hin. Ah shit, jetzt habe ich die Fahl am dritten Waffenslot. Das muss ich jetzt ändern. Ich habe gerade den RPG gezogen. Nice. Ich hab grad wirklich Pech, ich hab Execution und Paralysator. Das Glück von gestern. Paralysator ist ja nicht mal so schlecht. Das Glück von gestern wird sicher. Ich wollte gerade sagen, das Glück von gestern wird. Nein, nein! Ich wollte gerade sagen, das Glück von gestern wird sich nicht wiederholen und dann du HMR. Super. Ja, wir haben wirklich Pech. Wir arme Schweine. Wenn ich irgendwas aufmachen soll, ich hab noch 8000 bei mir. Und ich glaube, ich habe noch 15.000 oder so auf der Bank. Das wäre nice, wenn es das in Black Ops 3 wieder gibt, dass man das auch nachlesen kann, wie viel man hat. Ja. Weil das hat nichts mit Spannung zu tun oder so, das ist einfach Bullshit, dass man das nicht sehen kann. Hast du schon die Eien? Nein. Ich hab sie jetzt schon. Au. Das war ja auch schon erstes Tritt. Ja, ja, ich hab schon mal zu alles. Ich hab beim ersten Juggernaut. Ich wollte mir jetzt gerade Speed holen, habe aber noch schnell mit Leroy den Alkohol gemacht. Und zu Doppelfeuer komme ich ja noch nicht. Ich lasse dir jetzt alle Wandwaffen, weil du brauchst eher Geld als ich. Bei Speed zum Beispiel ist noch eins frei. Ja, aber wir haben nur noch eine. Nein, zwei glaube ich. Taser-Schlag, den habe ich schon wo. Ah ja, ich habe noch eine bei mir. Eben, weil oben beim der Kirche hast du noch nicht. Verwechselst du auch oft Kirche und Gerichtsgebäude, musst du da auch jedes Mal nachdenken. Das nervt ziemlich. Also ganz mehr folterig. Das Punchen habe ich noch nicht beschrieben. Ich war vorhin beim Map erklären, habe ich dann aufgehört. Das Punchen hat hier auch nicht, ist nicht so einfach wie in Town oder auf Town. Das ist das einfachste. Ja. Dennoch ist es hier einer der schwersten Punches, finde ich. Auch schwerer als auf Mob of the Dead. Na, oh ja doch, wenn du dein Geld durchboxen willst, das probieren wir ja gar nicht mehr. Aber ein paar Freunde von mir probieren wirklich knallhart ihr Geld durchzuboxen. Und sobald sie einmal gehittet werden und 1000 verlieren, drehen sie echt um und gehen wieder. Weil man muss durch ein Hexenhaus und wenn nicht die Hexen schlagen, verlierst du 1000 Punkte. Einser der Mark 2 vorbei. Der Wichser ist sogar kurz so stehen geblieben. Ich wollte schon schreien. Und dann springt er weiter auf RPG. Oh ja, jetzt schrei ich aber auch gleich. Wir haben noch keinen Affen und keine Zeitbombe. Das missfällt mir. Die Zeitbombe zieht man normalerweise eh urschnell. Mark 2. Gerade wollte ich sagen, SMR. Oh ja. Oh ja, das Glück ist zurück. Bei dir irgendwie nicht so. Wobei ich habe jetzt insgeheim ein bisschen auf den Paralysator gehofft, ehrlich gesagt. Soll ich ihn behalten? Behalten dir, warum nicht? Aber dann im Austausch gegen eine AN oder gegen die HMR, die Mark 2 muss sein. Sale! Lorenz geht! Okay. Ich auch. Das Problem ist, ich kann meine Waffen. Doch, ich gebe einfach die AN schnell weg. Fuck, da bist du schon. Hast du Affen oder sowas? Nein. Jetzt sterbe ich aber gleich. Mark 2, ich werde nicht mehr ziehen können, glaube ich. Ich habe jetzt die Galil statt dem Paralysator genommen, weil ich euch da weiterziehen. Komm, einmal geht noch, ich habe jetzt extra die AN weg. 12, nein danke. Oh. Ja. Ja,
Der Lil habe ich bekommen. Ich habe meine A1 sogar extra weggegeben für Executioner oder Barrett. Ich häng fest. Fuck. Bin unterwegs. Ich mag diesen Platz, wo du gerade warst, eigentlich auch überhaupt nicht. Ich hasse es da. Hier sterben wir nämlich am häufigsten. Zwar nicht, zwar nicht der insgesamte Death, aber vereinzelt. Ich beende lieber die Runde, okay? Ich war gerade zwischen zwei Zombies gefangen. Warte, das geht sich hier aus. Danke sehr. Okay. Bitte. Kauf dir gleich mal Chugger. Was ich ja schade finde, ist, dass man die Mark 2 nicht ablegen kann im Kasten. Ja. Finde ich sogar fast ein bisschen vertrottelt. Ich hoffe, das war gerade nicht dumm, dass ich da aufgemacht habe. Wohin? Da. Da ist gut, ich bin gerade nicht da. Ich war hinter dir. Los. Den zweiten Ausgang zum Haus wurde mit den Teilen. Ah. Nach hinten hin. Ich habe noch Geld auf der Bank. Ja, ich hätte auch sogar noch was drauf. Wir haben doch nicht alles abgehoben. Sogar richtig viel. Ja. Beim letzten Mal stand irgendwie, dass ich nichts mehr abheben kann. Kannst du noch was abheben oder ist es wirklich? Nein, das war jetzt glaube ich alles. Es ist wirklich Schluss. Ja. Soll ich mir jetzt Eseltrick holen? Ja sicher. Ich habe vorhin ja mit ein paar Leuten online gespielt. Geht einfach mal einer runter, zieht so eiskalt 200.000 ab. Ich habe mir auch gedacht. Und kurz darauf ist er aus der Runde gegangen. Ehrlich? Ja. Gut, dann nehme ich diesmal die Affen. Weißt du, wie man mit der Zeitbombe gescheit umgeht, oder? Boah, geht so. Du darfst sie nicht... Schon platzieren? Ja, jetzt gerade ist ein ruhiger Moment, jetzt kannst du. Am besten legt man die Zeitbombe, wenn nur mal ein Zombie übrig ist. Weil dann hast du, wenn du sie einsetzt, Zeit an deinem Fehler noch zu arbeiten. Wenn du sie legst, kurz bevor, wenn die Runde gerade startet, dann bringt sie nichts. Dann bist du am. Jetzt ist egal. Ich meine, nur schau, wenn du jetzt in Runde 21 bist, du gehst irgendwie knapp durch Runde 21 und dann beginnt 22. Und du hast das Gefühl, okay, jetzt brauche ich sie. Und wenn du sie dann einsetzt, bist du gerade wieder am Rundenanfang von 22. Was ändert das an der Situation, verstehst du? Wenn du in Runde 22 stirbst, warum sollte es dann plötzlich besser laufen? Hingegen, wenn du es beim letzten Zombie von Runde 21 legst, dann hast du Zeit, dich auf deinen Fehler von Runde 22 vorzubereiten. Das war gerade mega kompliziert erklärt, gell? Ja. Ich hoffe, du hast die Botschaft verstanden. Ja. Amen. Sonst gib sie mir. Schmeiß sie mir zu. Eine Granate. Ich fange sie sogar. Das hätte er es verdammt eilig. So, ich habe jetzt wieder die A1. So, jetzt muss ich die... Eieieiei! Ich wäre jetzt gerade fast gestorben. Bin irgendwie so eine Menge an Zombies reingerannt, weiß nicht mal warum. Oh. Behindert wie so. Ja, in die renne ich auch gleich hinein. Aber nein, ich drücke die Kiste eigentlich immer noch oben bei Gunsmith. Ja. Kaufst du dir Geierelixier? Ich weiß nicht. Ja, okay. Du musst nicht, das war nur eine Frage. Normalerweise... Ich weiß nicht. Wir kriegen letztendlich eh alle Perks, es ist ziemlich egal. Ich weiß nicht wieso, in letzter Zeit mache ich die risky Aktionen. Gott sei Dank war die so behindert vor. Hinter mir stand ein Zombie, der hat einfach mal 20 Sekunden gewartet, bis er zuhaut. Hast du gelesen, im Oktober kommt die neue Staffel der Walking Dead raus? Aber Google nicht mehr, Mann, die spoilen überall, jeder verfickte Titel spoilt dich. Jetzt kommt doch schon eine neue Serie raus. Von ihnen? Ja, Fear the Walking Dead. Das erzählen sie von einer anderen Gruppe, glaube ich. An sich, ich freue mich zwar irgendwie, aber da merkt man, da riecht man, dass sie Geld machen wollen ein bisschen auch. Und ich bin mir nicht sicher, wie die Serie wird. Ja, schau, ich meine die Charaktere... Sie sind gut, aber sie hauen mich jetzt auch nicht komplett um, muss ich ehrlich sagen. Ein paar von ihnen sind doch etwas zu Klischee, finde ich. Ich habe den Paralysator. Ich weiß. Gerade eben gezogen. Achso. Dann und wann mal dran. Nur für den Geschmack. Hast du ihn nicht mehr bei dir, oder was? Nein, ich habe ihn gegen die Galil bei Sale getauscht. Hast du ihn jetzt wieder genommen? Affen habe ich jetzt. Willst du sie nehmen und ich verwende lieber die Zeitbombe? Ja, okay. Passt, dann machen wir das so. Dann lass mich jetzt nochmal weiterziehen. Warte, ich hab das gerade einmal gezwungen. Also. 30.
gut, dass ich dich hab. Boah, hier unten ist gerade ziemlich viel los, Mann. Was ist denn da? Was geht da ab? Das finde ich ist halt nur der Vorteil an Paralysator. Wenn es irgendwie brenzlig wird, kannst du einfach wegfliegen. Ja, das stimmt. Nur wenn du etwas schneller fliegen könntest. Es ist doch, es braucht ein paar Sekunden, bis du startest. Ich weiß immer nicht, sollte ich. Ich bin irgendwie ein bisschen zu blöd dafür. Es ist. Ja, Ben muss den fix punchen. Wie ich gesagt, ich würde halt nicht unbedingt auf eine Mark II verzichten. Ich glaube, wenn ich eine Mark II habe, würde ich auf die HMR gegen die AN, glaube ich, tauschen. Aber bei der AN kannst du Munition kaufen. Und in den späteren Runden haben der Butti und ich das immer machen müssen. Er hat übrigens die Kanone gebaut im Salon. Okay. Ich habe auch Süßigkeiten bei mir, lass welche übrig. Teilweise kommt ihr Warte, das Max Muni, ich werf mal meine Affen. Oh ja. Ich werfe auch mal. Einer reicht und lenkt's ab. Ich habe alles nachgeladen. Ja, warte. Ja, schnell, ich auch. Blinkt schon. Du hast auch Affen? Ja. Noch. So. Ich probiere jetzt auch die Zeitbombe zu kriegen. Sonst hätte ich dich vorhin nicht gefragt, ob wir die Affen nehmen oder nicht. Weißt du, wo die Kiste ist? Nein. Ich kann ja gleich mal nachschauen. Hast du Geierlixe? Nein. Ich glaube, sie ist oben. Warte, du hast den Paralysator. Flieg mal bitte bei Speed rein. Ja, wollte ich. Ich hoffe, dass sie nicht oben ist. Dann gebe ich ihm Süßigkeiten und er soll sie mir herholen. Ich gehe da jetzt nicht drauf. Sie ist nicht bei Speed. Dann ist sie jetzt oben. Mit oben meinen wir bei Quick Revive und das ist sehr weit weg. Man kann ja irgendwie zu zweit fliegen mit dem Paralysator. Nein, das haben wir schon mal probiert, das geht. Ja, halt nur richtig wenig. Also holst du sie? Jo. Wohin? Wieder ist es dritt. Gut. Es ist nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste Kistenplatz. Ich weiß nur nicht. Wie funktioniert das jetzt? Muss Leroy hierher kommen oder? Ich habe keine Ahnung. Weil ich glaube nicht, dass er darauf kommen kann. Das ist das Hauptproblem. Hat er sich vielleicht eingesperrt, weil ich sehe ihn generell überhaupt nicht mehr. Ich glaube, der hat sich eingesperrt. Ja. Ja, hat er. Der Wichser. Gehen wir sie dann halt wo. Ja, ich glaube eh, dass er mit drauf geht. Wir werden es gleich merken. Ich habe das noch nie gemacht mit in die Kiste geholt. Ich habe es nur auf YouTube einmal gesehen. Wenn es nicht geht, schicke ich ihn einfach vor auf den Anfangsplatz. Ich wusste nur, dass man sie kaputt stampfen kann. Er kommt ran. Komm auf, Feli. Nein, noch weiter, Trottel. Mal ehrlich. Schauen wir mal. Was jetzt passiert. Denk dran, weiß nicht. Ja, ja, er holt die Kiste. Sonst hätte er schon den Zombie angegriffen. Aber er wirkt ein bisschen verwirrt. Erst legst du da jetzt einen Haufen oder was machst du? Der steht da und wackelt mit seinen Armen und wirkt ziemlich konzentriert. Ich glaube, der Trottel kann die Kiste nicht von da oben holen. Oder na, er probiert Zombies zu killen. Geht das nicht mehr? Oder haben wir es falsch gemacht? Ja, ich glaube, der möchte die Zombies töten. Ja, weil er folgt mir und schlägt wild um sich. Der will die Zombies töten. Gut, dann hätten wir das auch mal geklärt. Ich gehe rauf. Okay. Ah, wobei, wir haben ja aufgemacht im Saloon. Es geht also einen schnelleren Weg als so wie ja. Ich gerade gehe über die Scheune. Das vergesse ich halt. Ma, darauf habe ich vergessen. Mist. Das hätte mir nämlich viel Zeit erspart. Ich würde aber nicht bei Gunsmith diese Tür hinter der Kiste aufmachen. Ja. Weil dann ist das Ziehen dort so für den Arsch.
Die habe ich noch nie aufgemacht. Ich auch noch nie. Ich kenne generell niemanden, der die aufmacht. Ja. Egal, Umweg von, keine Ahnung, einer Minute war das jetzt. Das ist für ein Spiel doch recht viel.